Die einen erzählen ständig über das Team und auf der anderen Seite gibt es immer noch die mit dem Einzelgängermodus. Ja, was Besseres ist mir jetzt nicht eingefallen. Wirklich? Von Lyrica. Ach, komm schon. Lyrica, ja, genau. Oder Lyric A. Lyric A. Lyrica. Ich glaube Lyrica, ja. Ich glaube auch. So eine Pestmaske da hinten im Hintergrund, ne? Mhm. Kannst du ungefähr schon dir vorstellen, in welche Richtung es geht? 2023. Oder ähnlich. Genau, wir haben hier eine Menge an Aufrufen. 22.12. wurde das Ganze released. Ist wohl ein bisschen gut rumgegangen. Beat von Jordan Beats, Mix und Master, Richter, Video, Keep Media. Like, Kommentaren, bla bla bla. Publish via TuneCore. Aber wo sind dann die Musikrechte hier? Sei es drum. Auf jeden Fall über TuneCore, ein Selfmade, aber wäre auch komisch, wenn es nicht so wäre. Es nennt sich ja auch, also der Song nennt sich ja auch Einzelgängermodus. Nicht wahr? Könnte aber auch vom Kollegen ein Song so heißen. Einzelgängermodus. Und dann. Oh, oh, irgendwas im Hintergrund. Hast du noch irgendwas zu ergänzen? Nein. Ich auch nicht wirklich. Ich glaube auch wieder irgendwas über Insta und dann dachte ich mir, sehr gut, kann man machen. Kenne ich noch nicht. Let's go. Und dementsprechend, ja, go. Guitar Hero. Und ich bin wieder zurück. Von ganz unten in die Cypher ohne Team. Nur mein Ziel, für das ich kämpfe, seit ich. Für das ich bin zurück, gibt es einen Punkt Abzug. Tut mir leid. Das ist eine Rapline, die man nicht mehr machen kann. Es tut mir leid. Also ohne jetzt weiter reinzuhören, es wäre mir an der Stelle auch inzwischen egal, wer das sagt, aber die Line kannst du nicht mehr machen, Alter. Selbst wenn du 20 Jahre lang nicht gerappt hast, würde ich sagen, die Line geht nicht. Sag mal, wie viele Selbst Menschen... Selbst wenn das Sido machen würde oder Tupac himself, weißt du? Nicht, dass ich jetzt Sido mit Tupac vergleiche, um Gottes Willen. Aber der ist mir gerade eingefallen. Würde ich Tupac einen Minuspunkt geben? Für I'm back! Selbst dann würde ich sagen, Bro, du heißt ja. Machiavelli, normal bist du irgendwann back, weißt du? Okay, normal. Na, nicht, dass ihr euch wundert. Also nochmal zurück zum Song, sorry. Und ich bin wieder zurück. Von ganz unten in die Cypher ohne Team. Nur mein Ziel, für das ich kämpfe, seit ich klein war. Bitch, ich steppe im Alleingang durch die gottverdammte Kleinstadt. Keine Crew, kein Management, um die Scheiße zu vertreiben. Es ist Lyrica, ihr Ficker, jetzt wird alles umgekrempelt. Ich hab Hunger und verpasse jetzt der Szene meinen Stempel. Seit Jahren kein Release, doch ich zünde jetzt die Fackeln an. Spuck Feuer und verbrenne eure Texte. Fackel, Mann. 10 Jahre war ich weg, jetzt bin ich back und lass es krachen. Spreiz die Flügel und steige auf wie Phönix aus der Asche. Meine Lösung für die Sache, leg das Mic weg, halt die Klappe. Denn ich rette deutschen Hip-Hop, da hat jeder drauf gewartet. Es geht klick, klick. Meine Knarre ist geladen wie ein König aus dem Schatten. Besteige ich den Thron, heb den Mittelfinger hoch. Es ist Zeit für die Show. Es ist L zu dem A, Motherfucker, ich bin back. Und rasier die ganze Szene mit dem Stift und dem Text. Einzelgängermodus, gib nen Fick auf den Rest. Denn alles, was ich mache, ist einfach lyrisch perfekt. Es wirkt so 2010, ne? Total, total. So den Vibe habe ich häufiger schon gefühlt, sag ich jetzt mal. Lange so. Her einfach. Und... Ja, keine Wie fühlt Ahnung. Sich das Retro an? Total. Ohne Oldschool zu sein. Ja, genau. Das ist gut gesagt. Krass. Total richtig. Ja. Es ist L zu dem A, Motherfucker, ich bin back und rasier die ganze Szene mit dem Stift und dem Text. Einzelgängermodus, gib nen Fick auf den Rest. Denn alles, was ich mache, ist einfach lyrisch perfekt. Ich fließ Hip-Hop durch die Wehen, deswegen kann mich keiner stoppen. Ich spuck Feuer über Deutschland und verbrenne euch, ihr Fotzen. Ihr könnt reden, was ihr wollt, für mich wart ihr nie Untergrund. Du warst nie ein Rapper, ja, ja, das ist unsere Schuld. Einzelgängermodus, weil ich keinem von euch traue. Ich hab immer schon bewiesen, dass ich keinen von euch brauch. Dicker, was für Credibility. Ihr seid hingeblieben auf Brate, Lelele und zu engen Jeans. Bitch, this is evergreen. Ja, guck, das ist... Er ist einer, glaube ich, der so die 2000er, den die 2010er so geprägt haben auch. Er sagt ja auch so irgendwas mit Feuer über Deutschland und so weiter. Irgendwelche auch Dinge von so damals. Ja, nee, das sind ja nicht die 2010er, das sind 2000er.
Das ist schon 2000. 2010er ist 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Ja, aber ich glaube, so die etwas spätere Zeit hat die noch ein bisschen mehr. Ach, was weiß ich denn? Das ist auch nur eine Behauptung von mir. Ist auch ein vielleicht bin ich auch zeitlich hier gerade ein bisschen daneben am Driften. Ja. Also ich finde ihn doch ganz sympathisch, ne? Es ist nicht so mein Stil, aber ja, er ist jetzt zurück. Er wird bestimmt in der nächsten Zeit mehr von sich hören lassen. Ja, wahrscheinlich. Hören wir erstmal weiter. Mentality, denn meine Lieder laufen, auch wenn eure längst vergessen sind. Ey, zu dem A, Motherfucker, ich bin weg. Liebe für Musik, aber Hass auf das Geschäft. Ich hab Bass als Sammy Savage, Schnegger, Pillaton und Curse gepumpt, direkt neben Rap. Ja, das war Antmann. Genau das meine ich aber. Aber Hass auf das Geschäft. Ich hab Bass als Sammy Savage, Schnegger, Pillaton und Curse gepumpt. Weißt du? Ja, aber das ist Anfang 2000er. Ja, okay, dann war ich zeitlich einfach im Eimer. Ja. So, aber das ist auch der Vibe, den ich irgendwie ahne. Ja, so, der klingt nach den Jungs, ja, aber nach den Songs von damals von den Jungs. Ja, genau. So. Das meine ich ja auch. Direkt neben Rap steht Lyrika im Wörterbuch. Ich geb einen Fick auf eure Gang, auf Fame und Klicks, ich will euch Wichser gar nicht kennen. Es ist L zu dem A, Motherfucker, ich bin back und rasier die ganze Szene mit nem Stift und nem Text. Einzelgänger-Modus, gib nen Fick auf den Rest. Könnte jetzt auch so ein Savage kommen, weißt du? Boah, das weißt du, so wie der halt rappt. Da könnte so ein Savage-Feature jetzt kommen. Mhm. Weißt du, würde auch irgendwie passen vom Beat und so weiter. Denn alles, was ich mache, ist einfach jeder perfekt. Es ist L zu dem A, Motherfucker, ich bin back und rasier die ganze Szene, ja, mit dem Stift und dem Text. Einzelgänger-Modus, gib nen Fick auf den Rest. Denn alles, was ich mache, ist einfach lyrisch perfekt. Ah, oh, cool mit der E-Gitarre da. Visuell? Wow. Ja, am Anfang wurde die ja auch gespielt. Ich meine, visuell auch ziemlich nice. Das Video insgesamt viel Energie reingesteckt. Eigentlich ganz geil. Ja, auf jeden Fall. Also da ist ja auch Power hinter gewesen, so insgesamt vom Sound her. Und in dem Video entsprechend die Power war auch da. Mhm. So, das hat gut gepasst auf jeden Fall. Und das rein vom Soundbild, wie gesagt, und von ganzem Vibe ist es halt so, okay, nicht 2010er, lass es ein bisschen früher noch sein, aber es ist so das irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie Deutschrap Retro. Und würde ich sagen, ich gebe 7 Punkte. Du gibst 7 Punkte? Ja. Ich gebe ihm 6 Punkte, weil auch wenn es ein Retro-Deutschrap-Song ist, mangelt es mir ein wenig an Punchlines oder ähnlichem. Selbst ein Savage, seine Lyrics sind allen Ehren, aber selbst er hatte Punchlines. Stimmt. Oder so ein Snugger und Pillard, du lachst dich tot teilweise. Also es sind halt Punchlines drin. Die sind so. Ja, stimmt. Ich bleib trotzdem bei meinen 6,5 Punkten. Das ist irgendwie so eine Ansage mehr. Ja. Genau. 6, du sagst 7? Ja. Alles klar. Dann sind das 6,5 Punkte für Lyrika mit dem Song Einzelgängermodus. Einzelgängermodus.